Was geht ab, Leute? Zweites Video aus USA. Heute spielt Arsenal versus den FC Barcelona. Und das nicht irgendwo, sondern im teuersten Stadion auf diesem Planeten, im SoFi Stadium in Los Angeles. Das hat 5 Milliarden Dollar gekostet. Ihr seht jetzt hier schon mal Bilder eingeblendet von innen und von außen. Die ganze Anlage sieht einfach nur 10 von 10 aus. Und zum Vergleich, eine Allianz Arena zum Beispiel hat 400 Millionen Euro gekostet. Diesmal sind es Sid und ich, der macht sich da auch schon bequem auf der Couch in einem Hotel und nicht mehr in einem Airbnb. Aber es ist hier wirklich sehr entspannt. Wir haben 2 verschiedene Zimmer. Wegen Maxi seinem Schnörchen habe ich 2 Rooms gebucht. Und ja, Leute, falls ihr unseren ersten Vlog aus USA verpasst habt, zieht euch den unbedingt rein. Die ersten 4 Tage in San Francisco, Maxi, die waren so geil, gell? Das ist unnormal geil. Ja. Sehr großes, komfortables Bett und Aussicht. Wir sind gerade so im Osten der Stadt, Leute. Und jetzt fahren wir komplett nach Westen rüber zu Venice Beach. Für 3 geplante Barca-Spiele habe ich natürlich auch 3 Trikots dabei. Das liebe ich so sehr von 2005 mit Ronaldinho. Argentinien-Trikot, Messi ziehe ich jetzt gleich an. Dann noch hier eins, wo die ganzen Muster drauf sind von allen Jerseys. Und das ist das letztjährige Heimtrikot. Das neue musste mir noch snacken. Aber jetzt... Oh, Digga, das Junge, komm. Jetzt geht's mit dem Mustang zum Strand, Maxi. Doch zuallererst müssen wir uns eincremen, ganz wichtig. Guckt euch mal das Wetter an hier in den nächsten Tagen. Also wirklich bis zu 36 Grad, purer Sonnenschein. Das ist der Must-Have-Move in Kalifornien und zwar erstmal das Cabrio-Dach zu öffnen. Ach geil, Leute, das ist so surreal. Wir fahren aber mit Cabrio durch L.A. Alleine von unserem Hotel bis zum Strand brauchen wir über 50 Kilometer. L.A. ist einfach so riesig. Ich habe so einen coolen Radiosender angemacht. Wie GTA, Digga. Oh! Du hörst auch wieder an. In einer Meile sind wir da. Da vorne ist dann der Venice Beach. Wir haben jetzt hier direkt am Strand geparkt. Man muss erstmal alles auf sich wirken lassen. Man wird hier nämlich so überflutet von Eindrücken. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Ey Bro, ich weiß noch, als ich hier vor 8 Jahren war mit Marcel Elotrix Monte. Mit ihm bin ich so ins Wasser reingesprintet. Digga, auch purer Sandstrand, Maxi. Keine Steine. Boah, ist das chillig, Mann. Aber leider ist es schon wieder so bewölkt, aber es ist so schwül und heiß. Kurzer Watercheck, Digga, wie warm das Wasser ist. Spring mal hier rein jetzt ins Wasser. Natürlich sind hier auch die Surfer am Start. Geil. Ich würde es jetzt so hart fühlen, hier am Strand so entlang zu joggen. Aber aufgrund der Wetterbedingungen sieht es jetzt hier nicht so nice aus. Hinter mir in diesem Häuschen chillt der Rettungsschwimmer. Wir suchen uns jetzt erstmal etwas zu frühstücken und danach laufen wir weiter die Küste entlang. Hier überall in den Seitenstraßen sind rechts, links Lokale. Und dieser Laden wurde mir von einem Kollegen aus Deutschland empfohlen. Okay, gut, anscheinend wird das Spiel stattfinden. Die Spieler befinden sich wieder im Training. Gott sei Dank kein Durchfall mehr. Wenn das passiert, habe ich wirklich den Glauben an die Menschheit verloren. Mbappé erhält ein Angebot von Al-Hilal. 300 Millionen Euro Ablösesumme, obwohl der Vertrag mit PSG nur noch ein Jahr läuft. Gehalt auch jenseits der 200 Millionen Euro netto. Essen ist da, Maxi hat sich einen Burger gegönnt mit Pommes. Ich Reis mit Steak, Digga, und noch Smash Potato. Ich wusste gar nicht, was es ist, aber das ist Kartoffelbrei. Liebe ich sowieso sehr gerne. Und Fleisch, Medium, sieht auch sehr gut aus. Kartoffelbrei, 10 von 10. Real Talk und Fleisch gebe ich auch eine sehr, sehr stabile 8,5. Toller Laden, wirklich. Und Sid, beiß mal rein. Ja, Brot bisschen trocken. Boah, das ist echt schon ein bisschen trocken. Ich sag, ich habe in eine Tomate reingebissen. Oh, wie schlimm. Weltuntergang. Du hast eine Tomate gebissen. Ja, 6 von 10. Oh. So, jetzt Spanien, fährt oberkörperfrei auf dem Fahrrad rum, holt sich erstmal frische Früchte. Bugs Bunny auch am Start. Jetzt geht's erstmal Richtung Muzzle Beach. Was hat bitte der Stand für eine riesige Auswahl? Messi. No, thank you, thank you. No, thank you, thank you. All good, thank you. Hier sind auch solche Mini-Tennisfelder, auch coole Graffitis. Da ist zum Beispiel auch eins von Son Goku. Schau mal, Arnold Schwarzenegger, Digga, mit einer Zigarre im Mund. Dann auch noch was von Son Goku. Spider-Man-Maske zu verkaufen. Cooler Laden. Das sieht doch für mich danach aus, dass man hier einfach for free spielen kann, Leute. Ne? Das ist jetzt einfach offen, könnte man jetzt hier benutzen. Maxi, da siehst du dich, oder? Diese ganzen Spots kennt man natürlich jetzt auch von GTA. Die Männer sind hier natürlich auch alle ordentlich am Pumpen. Komm, gib ihn. Einmal für den Wald muss ein Klimmzug sein, oder? Kommst du da überhaupt hoch? Okay.
Okay, das fühle ich ja auch mega. Hier sind so viele Basketball-Courts. Dort hinten auch. Hier sogar noch in der kleinen Zuschauertribüne. Er fährt hier Skateboard. Der Kollege rappt da gerade sogar live. Oh, jetzt kommt Korbleger. Oder Wurf. Ah, oh, er hat seinen Basketball verworfen. Well. Also, ja, check's nicht mal. Und es riecht ja auch wieder überall komplett nach Beat. Ist ja legal hier. Wenn es Beats, check! Alter, Alter, wie gelenkt ist der? Und am Ende sah es aus wie ein Slow-Mo. Krass. Die haben gerade eben gesagt, die machen die Show hier seit 19 Jahren am Venice Beach. Und ein Blick in den berühmten Skaterpark darf natürlich auch nicht fehlen hier. Und die probieren gerade alle ins Barbieland zu kommen. So cool aus, wie die da rumcruisen. Voll drauf teilweise. Hier sind Legenden groß geworden, wie zum Beispiel Tony Hawk, Too Nice. Ey Bro, es ist so neblig, man sieht den Heli kaum. Oh. Stark! Der Police Officer gönnt sich auch erstmal auf ganz entspannten Getränk. Ey Freunde, was haben wir aber auch für ein Pech, diese deprimierende Wolke da oben die ganze Zeit. Ich finde es so krass, was alles in Amerika erlaubt ist. Er hat einfach rote Scheinwerfer. Jetzt wird's langsam endlich besser. Nächster Stopp ist der Santa Monica Pier. Genau diese kleine Brücke kenne ich auch noch von GTA und dann ist man da komplett durchgerast. Boah, Digga. Wie viel die Sonne alleine ausmacht vom Vibe her, ne? Im Vergleich zum Venice Beach ist hier einfach viel, viel mehr los. Da ist ein Ehrenmann auch mit Barca-Trikot. Ey Maxi, für den Vibe müssen wir eigentlich einmal auf diese Achterbahn drauf. Hier ist der Eingang dahin. Route 66. Drei Würfe für einen Plüschtier. Let's go. In die Mitte zu den Lakers rein. Noch nie in meinem Leben war ich so nervös. Oh! Back to back? Nein! Das ist der Beste, Digga! Oh! Oh, Alter, ist voll Digga! Let's go, Alter! Ey, ich bin voll erstaunt, Alter! Man merkt nicht so gut! Yeah! Thank you very much! Nice! Verlose ich, Leute, mit Unterschrift. So ein richtig chilliger Rummel. Hier sind überall solche Minigames, Digga. Da kann man mit solchen Hammer noch draufschlagen. Maxi, wir müssen uns auch Ice Cream holen. Nach der Achterbahn da gleich. Bin ich da damals, glaube ich, auch mit Monte lang gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Man dreht sich hier in solchen Heilköpfen. So, zwei Tickets gekauft. Das Meer, so schön hier. Kostet übrigens pro Person 12 Euro, nur um einmal da kurz lang zu fahren. Es geht los, Freunde! Vamos, Chiquitos! Maxi hat anscheinend Todesschiss vor Achterbahn. Noch nie gefahren, oder wie? Ui, ui. Let's go. Wow. Einfach GTA in Real Life. Das war das kleinste Eis, was man hier bestellen konnte. Das ist so überdimensioniert wieder. Kostet 14 Dollar insgesamt. Oh, los. Aber der kommt. Jetzt fahren wir zum berühmten Rodeo Drive. Das ist die ähnlichste Straße in ganz Los Angeles, Freunde, in Beverly Hills. Das gibt's doch nicht. Jetzt auf einmal haben wir strahlend blauen Himmel, Palmen, alles. Hinter uns ist gerade so ein riesiger Rolls-Royce Cullinan. Boah, was ein Wagen. Und jetzt geht's los. Beverly Hills, da ist rechts das Schild. Man merkt einfach voll, dass man in so eine andere Welt hier hineinfährt. Alles ist viel gepflegter. Also wirklich no joke, im Vergleich zum restlichen LA ist das so eine Parallelwelt hier. Da ist direkt Amiri, die ganzen anderen Luxusmarken. Es ist auch absolut realistisch, dass auf einmal hier Justin Bieber um die Ecke fährt und einen Laden komplett für sich schließen lässt oder so. Oh, so ein gelber Rolls-Royce Cabrio. Wie wunderschön aber hier einfach auch diese seitlichen Straßen ausschauen. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch die Beverly Hills nach oben fahren, dann können wir mal gucken, wo die ganzen Stars auch und so wohnen. Die G-Klasse wird auch eine sehr schöne bläuliche Farbe. Real Madrid-Shirt, haram. Der SLS noch mit Flügeltüren. Sehr geil. Sid, ich würde sagen, wir trinken hier irgendwo jetzt ein Käffchen, oder? Ja. Das ist aber, glaube ich, schon der dritte Dior Store, den ich sehe. Und dieser Louis V sieht auch aus wie so ein riesiges Restaurant mit einer Terrasse. Sid meinte gerade eben, dass in GTA ist hier normalerweise so eine Bank, die raubt man dann aus und dann läuft man da diese Gasse da auch entlang. Ich bin jetzt Carspotter geworden. Ich warte jetzt hier in der Kreuzung, bis irgendeine geile Karre noch vorbeifährt. Es hat nicht 10 Sekunden gewartet und da fährt ein weinroter Urus vorbei. Boah, komplett getönte Scheiben auch vorne. Corvette auch immer.
der Welt. Am meisten beeindruckt mich aber immer diese amerikanischen SUVs. Oh, Digga, was hat der für ein Kennzeichen aber auch? KG VIP California. Blauer McLaren. Jetzt reicht's aber langsam mit Autocontent, aber einen habe ich noch. Diese 4x4 G-Klasse. Oh, der parkt jetzt sogar da ein, gell? Guckt euch mal dieses Monster auch an. Muy bien, muy bien. ¿Es sí. argentino o no? No, 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 soy alemán. Pero soy un fan del Barça, mira. Aquí está Messi. Ah, ahora, ahora, qué bueno. Vale, ¿podemos hacer una foto así? Gracias, Ricky. Perfecto, un placer. Chao, chao. Gracias. Oh, Digga, einfach Ricky Puig, Bro. Digga, der war vor kurzem noch bei Barca, spielst bei LA Galaxy. Da hab ich ihm sofort mein Messi-Tattoo gezeigt, damit er so sieht, dass ich voll Barca-Fan bin und so. Geil, Alter, La Masia-Spieler. Der war auch nochmal korrekt. Er so, wie geht's? Bist du Argentinier? Nein, ich bin Deutscher. Und seine Familie war noch da, alle haben gelächelt. Oha, wie cool. Krass, ich bin gerade so geflasht von Ricky. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen sympathischen Spieler getroffen, ne? Also abgesehen von Deutschen. Der war so herzlich. Ja, ich denke mir so, Digga, ist doch Ricky Puig, Alter. Sogar ein Kind bekommen und so. Welcome to Los Angeles. This is my car collection. Which one should I pick today? Aus dem Kaffee ist doch ein 100%iger Apfelsaft geworden. 10 von 10, Digga. Joghurt. Auch lecker. Jetzt fahren wir zum Sunset Boulevard und checken die Hills ab, Leute. Ey, Bro, das sieht so cool aus, wie du hier am Steuer bist. Und dann mit den Palmen da seitlich. Das ist auch nochmal ein riesiges Beverly Hills Sign. Boah, was ein Vibe, Leute. Und je höher wir jetzt fahren, desto krasser werden die Häuser. Aber die sind hier schon unnormal nice. Guckt euch mal an, wie verwinkelt da die ganzen Straßen von den Hills sind. Und da wohnen einfach die ganzen Superstars. Wie chillig sieht das bitte aus mit der Anfahrt? Und natürlich darf auch ein Basketballcourt nicht fehlen. Was hat der Dude bitte für eine Einfahrt mit diesem hochglanzschwarzen Schloss? Leider ist es wieder ein bisschen nebelig. Aber die Menschen hier haben einfach eine View über die ganze Stadt hier oben. Diese ganzen Häuser in den Hügeln. Wahnsinn, wie die Menschen hier leben. Hey Maxi, ich muss sagen, der Mustang, der steht hier sehr gut. Sid und ich machen jetzt hier Instagram-Bilder. Genau mit diesem Hintergrund, mit den riesigen hohen Palmen. Ich spaziere jetzt hier noch ein bisschen entlang. Maxi, komm mit dem Auto hinterher. Ich stelle mir gerade einfach nur so vor, wenn man hier wohnen würde. Aber das Beste sind wirklich diese riesigen Palmen. Und wenn man Los Angeles besucht, darf natürlich ein Besuch in Hollywood nicht fehlen. Woran erkennt man natürlich das Viertel am allermeisten? Am Walk of Fame, Leute, der sich hier Kilometer erstreckt. Aber wirklich in jeder Ecke wird hier gesmoked. Die machen Mucke an, tanzen ein bisschen. Und schaut mal, wen wir hier haben. Dwayne Johnson, aka The Rock, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Britney Spears, mein Kindheitscrush. So, hier ist alles richtig schön beleuchtet. So langsam geht auch schon die Sonne komplett unter. Da haben wir das berühmte Dolby Theater auch. Und wenn wir jetzt hier gleich auf die erste Etage nach oben laufen, dort ist der Spot, wo alle mal Bilder machen vom Hollywood-Sign. Machen wir gleich. Iron Man auch am Start. Da ist Transformers. Sehr abgefahrener Anzug. Hat er gut gemacht. Hier haben wir es, Leute. The Dolby Theater. Diese Straßen gibt mir aber voll die Las Vegas-Vibes. Ich war ja letztes Jahr in Las Vegas zur Preseason-Tour von Barca. Ihr erinnert euch bestimmt, das war auch zu nice. Madame Tussauds gibt es hier natürlich auch. Hulk ist am Start. Kobe, die Legende, The Rock. Ah, das wusste ich gar nicht. Das ist hier das allergrößte auf der ganzen Welt. Anton, wo bist denn du? Was schaust du da an? Da ist das berühmte Hollywood-Sign, Brudi. Das ist nur ganz klein, man sieht es fast gar nicht von hier, gell? Ja, doch, ja, da ist es. Hollywood in Los Angeles, check! Was läuft hier für eine geile Mucke in dem Laden? Ich habe hier ein T-Shirt, glaube ich, für mich entdeckt, Freunde. Scarface, legendärer Film mit dem Backfriend. Mr. Jumpman, aka Michael Jordan, hat hier aber auch echt eine riesen Kollektion am Start. Wenn ich eines Tages mal einen Sohn haben sollte, dann werde ich ihn so ausstatten mit solchen kleinen Mini-Jordans. Bin ich jetzt ein Mafia-Boss oder was? Sieht ja richtig fresh aus, Alter. Seit 10 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. Sid gönnt sich Spaghetti Bolognese und ich habe mir hier Nudeln mit Shrimps und Zucchini bestellt. Meins auch gut. Meins auch gut. Ja. Also dafür, dass es hier so ein Touristenschuppen ist, war das echt lecker, gell? Und jetzt fahren wir noch zu einem absoluten Highlight an Tag 1 in Los Angeles. Und zwar fahren wir zum Observatorium nach oben, denn dort hast du mit die beste Aussicht über die komplette Stadt. Und da haben wir es, das Observatorium. Wir sind jetzt den ganzen Berg hochgefahren. Oh nein, Maxi, noch nicht die Aussicht spoilern. Ah, ich denkst du. Meine Damen und Herren, ihr werdet eure Augen nicht trauen. Ich sag nichts, genießt es einfach.
Sid ist sprachlos. Das Gebäude verdeckt ja sogar noch die linke Seite von L.A., aber man kann sich jetzt einigermaßen ausmalen, wie unglaublich riesig diese Stadt einfach nur ist. Alter! Morgen fahren Maxi und ich noch ins Universal Studios, da freuen wir uns auch schon extrem drauf. Wir werden das Hollywood-Sign nach oben wandern, das Spiel noch besuchen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt sieht man auch die restliche Seite, L.A. Hast du gerade gepupst, Digga? Es ist so respektlos. L.A. geht halt wirklich bis ganz dort drüben. Das sind alles noch zur Stadt. Ey, das ist unfassbar, dieser Kerl, Alter. Das ist übrigens unser Hotel von außen, Leute. Das ist der Rezeptionsbereich im Hotel und was richtig praktisch ist, wir haben einfach im Erdgeschoss einen Starbucks, da haben wir uns auch gestern, als wir ankamen, ein paar Snacks geholt. Ein Gym gibt's hier auch. Ich muss mal gucken, dass ich morgen hier auf jeden Fall noch eine Einheit schaffe. Ein paar Geräte sind hier am Start, also ja, kann man auf jeden Fall trainieren. Und auf der zweiten Etage ist hier noch so eine coole Poolanlage, aber da kam Maxi und ich auch noch nicht dazu. Es ist noch so angenehm warm, man könnte locker jetzt noch reinspringen. Ach ja, by the way, jetzt seht ihr noch, wen ich letztens getroffen habe bei einem Event, wo ich das nächste FIFA angezockt habe. Das heißt ja jetzt EA Sports FC 24. Zieht euch mal rein, vor wem ich gerade einen Meter nur entfernt bin. Erling Haaland und Numa de Pedrero. Da ist auch meine Freunde. Mal schauen, ob wir ihn eines Tages im Trikot von Barca sehen. Ich werde es ihm gleich nochmal sagen. Haaland, du musst zu Barca wechseln. Hörst du das? Come to Barcelona. So, ich habe jetzt hier nochmal einen besseren Winkel erwischt, Freunde. Da sind sie, die beiden. Am EA Sports FC 24 zocken. Haaland mit grünen Schuhen, grüne Hose, Oberteil, alles am Start. Und nochmal so? Ah ja, da habe ich doch mein Bild mit ihm. Ein Freund von mir hat ihn letztens im Urlaub in Saint-Tropez getroffen und hat ihn gefragt, ob er Visca Barca kennt. Und dann meinte er so, ja, er ist ein guter Fußball-YouTuber. Und dann durfte mein Kumpel mit ihm daraufhin ein Bild machen. Voll crazy. Hätte ich niemals gedacht, ich crazy. Aber ich das hat Luba das 2-6 geschossen. 2-7 sogar. Schau mal, wie er belagert wird. Das ist geisteskrank. Selbst bei so einem privaten Event, Leute von EA, wo echt nur riesen Influencer und so eingeladen sind und Journalisten. Geisteskrank. Tone auch am Fanboy. Na, Leuchter weg. Nächster Tag aus Los Angeles. Ich wach auf und guck auf mein Handy. Ich klicke auf Trends und sehe, dass unser Video einfach ganz, ganz oben ist. Platz 2 in den Trends. Vielen, vielen Dank, Leute, für den Support auf das erste USA-Video. Heute steht so viel auf dem Programm und das ist bisher mein Lieblingsbild hier aus Amerika eben gepostet. Ich habe hier gerade solche GTA San Andreas-Vibes, als ob man jetzt seine erste Mission auf dem BMX hier starten würde. In USA gibt es auch meistens immer nur einen Tankschlauch und dann drückt man einfach hier auf den Knopf. Zack. Ach du Kacke, Alter. Wieso tut er da auch das da abstellen, Mann? Da gibt es dann auch nichts hier zum Rausschrauben. Einfach nur reinstecken und zack. Jetzt werden wir den ganzen Hügel nach oben wandern, direkt hinter das Schild. Maxi wartet kurz im Auto, weil der absolutes Halteverbot ist. Wir laufen jetzt abwechselnd hoch. Das ist aber so mindblowing, einfach hier oben zu sein. Man muss jetzt ca. 30 Minuten noch nach oben wandern. Schaut euch das mal bitte an, auch hier bei Tageslicht. Da hinten haben wir Downtown LA. Da werden wir auch noch abends hinfahren. Und das ist jetzt das Ziel. Weiter geht's. Bin ich der Einzige, der auf diese grandiose Idee gekommen ist, bei 35 Grad hier hoch zu spazieren? Kleiner Tipp von mir, wenn ihr auch mal hier seid, nehmt einen Rucksack mit Wasser mit, weil hier oben gibt es keinen Kiosk mit Getränken oder so. Was ist denn hier für ein idyllischer See mitten in den Hills? Ach, ist die Natur schön, Leute. Hey, warte mal, das sieht nach einer Tribüne aus, von einem Stadion oder so. Hä? Das könnte einfach eine Szene aus einem Film sein, wie er sich hier oben gut gehen lässt. Hollywood, der Ort, an dem quasi daily neue Blockbuster entstehen. Check! Also näher als hier am Zaun kommt man auf jeden Fall nicht ran, weil daneben auch noch so ein Kraftwerk ist. Das Sign ist 137 Meter lang. Das ist nicht mehr das Reiseduo, sondern das Reisetrio. Nächster Stopp, jetzt sind wir wirklich mitten in der Stadt, in Downtown LA, auf dem Xbox Plaza sogar heißt es. Schreibt mir in die Kommentare, Freunde, wart ihr oder seid ihr immer noch ein PlayStation-Kind oder Xbox? Hier sind auf jeden Fall ein paar Hochhäuser und auch die
Crypto.com Arena, aka das Staples Center. Das Zuhause der LA Lakers. Ich habe da vorne auch schon ein paar krasse Statuen gespottet. Da hinten dankt sogar eine. Und hier haben wir die erste Legende, Irvin Magic Johnson. Wir haben noch nichts gefrühstückt, deswegen probieren wir jetzt mal den Smash-Burger-Laden aus. Probier diese Classic-Smash-Kombo aus als Double-Patty und als Side noch die Smash-Tots. Also die Optik von dem Burger ist schon mal eine glatte 10 von 10, oder? Das war aber ein Monsterbiss, Junge. Es ist nicht der beste Burger, den ich je gegessen habe, aber schon oberes Ranking, stabil. 1 bis 10. 7,8. 7,8. Was für ein geiles, riesiges Transformers-Graffiti. Ehrenmann mit dem Barca-Wappen auf seinem Pickup. Mir schickt einfach ein Zuschauer, dass er den Ausschnitt vom letzten Vlog wirklich als Background hinzugefügt hat. Ehrenmann. Kurze Verschnaufpause im Hotel und Messi, der Goat, hat einfach dann wieder 2 Tore erzielt. Der muss jetzt auch motiviert ins Gym gehen. Selbstverständlich habe ich parallel ein Auge aufs Messi-Spiel, er hat den nächsten Assist gesammelt. Darauf gehen wir jetzt erstmal ins Wasser mit der Badehose natürlich von Leo. Es tut so gut nach dem Training, gell? Riecht einfach auf dem Highway komplett nach Pancakes, ich glaub's nicht. No joke. Leute, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen in Amerika. Mittlerweile schon unser 6. Man fühlt sich richtig wohl angekommen. Man ist gewöhnt an die Zeitumstellung. Macht einfach nur Spaß. Eigentlich wollten wir heute noch ins Universal Studios fahren, aber es war einfach komplett ausverkauft. Es gab keine Tickets mehr. Das machen wir dann morgen am Matchday. Dafür gehen wir jetzt aber bowlen. Wir haben nach einer richtig geilen Bahn gegoogelt. Die heißt Lucky Strike. Die befindet sich direkt um die Ecke hier am Walk of Fame. Let's go! Ich bin jetzt echt gespannt, wie die von innen aussieht. Bowling wurde ja, glaube ich, in Amerika erfunden. Wie geil sieht bitte alleine schon der Eingang hier aus. Leider müssen wir ein bisschen warten, so 30 Minuten meinte die Frau hier. Aber ist nicht so schlimm, wir essen erstmal etwas und danach geht's hier ab. Oh, ist aber auch gar nicht so riesig, ne? Aber so richtig coole Ledercouches bei jeder Bahn aufgebaut. Und da steht auch an der Wand Hollywood. Da hat man sich die Schuhe. Fazit zur Pizza hier. Schmeckt halt voll wie so eine Fertigpizza. Ich sag 4 von 10. Die Messi-Highlights werden hier natürlich auch direkt übertragen. Auf Ansage, erster Wurf, direkt Strike. Habe ich richtig stark angefangen und habe da richtig nachgelassen. 7. Tag aus den USA. Ich habe natürlich mein Barca-Trikot schon an und heute besuchen wir einen der geilsten Attraktionsparks auf der Erde, Leute. Universal Studios. Let's go, Maxi. Ja! Und da haben wir einen Jürgen Bürger. Digga, zeig mal dein Trikot von hinten. Von hinten. Yeah, nice. Ich heiße Anton. Ach, du heißt auch Anton. Sehr gut. Hier gibt es so coole Achterbahnen und die ganzen Hollywood-Filme werden hier auch wirklich gedreht. Ey Leute, ich habe so Bock darauf, hier alles anzuschauen. Hier ist auch schon die Universal-Kugel. Man hört schon Harry Potter-Musik, Digga. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Hier ist ein Super Nintendo World-Laden. Da gibt es Harry Potter-Anzüge. Das ist einfach so eine riesige, flashige Stadt. Was ist denn da? So ein Taxi-Auto, oder was? Da müssen wir uns am Ende auf jeden Fall noch Souvenirs kaufen. Frankenstein auch am Start. Ah, da haben wir einen Cristiano. Hier sind einfach die echten Fast and Furious Cars, Freunde. Keine Replikas. Oh, mit See You Again Musik auch noch. Oh, Digga, guck mal. Chromfarbiger Gallardo. Schau mal den an, Maxi. Hier, mit den Kanonen links, rechts noch. Als allererstes laufen wir durch das Harry Potter Land. Im Hintergrund sieht man auch schon Hogwarts. Der Hogwarts Express. Ich komm nicht darauf klar, ne? Ja, Hogsmeade. Ey, wir müssen überall rein, ne? Ah, okay, das ist einfach nur ein Fanshop. Hedwig, du kleiner Süßer. Schau mal mit dem Käfig da auch noch, wo der drin war. Oh, Bro, Alter, ich liebe Harry Potter über alles, gell? Hier gibt's Butterbier, die ganzen Gassen hier. Wo ist denn die Winkelgasse? Ey, das ist doch hier nicht alles real, Alter. Guck dir das mal bitte an. Das gibt's doch nicht. Boah. Endstufe. Leute,
Da ist einfach das Auto von den Weasleys, wo Ron und Harry in dem Baum stecken geblieben sind. Jetzt geht's aber erstmal rein ins Schloss. Wir sind jetzt hier in diesem Treppenhaus und die ganzen Charaktere hier in den Bilderrahmen bewegen sich sogar. Ja, der Raum von Dumbledore haben sie auch nachgebaut. Ich fasse es nicht. Der ist auch gekleidet. Der sieht im einen voll ähnlich, Bro, der Dicke aus dem Film. Wie heißt denn der nochmal? Verdammt. Ich hoffe, wir sehen gleich noch Hermine. Mein Crush. Der sprechende Hut ist auch am Start. Seh mich zu Slytherin, Bruder. Und jetzt beginnt hier drinnen einfach die Achterbahn. Oh. Was geht denn hier ab, Leute? Das ist einfach so ein fetter Simulator. Das ist eine Spinne, Maxi. Er hat eine Phobie, Leute. Das ist noch eine. Er hat eine Phobie. Oi, das ist dieser Baum, der sich so bewegt. Wow, Alter, der ist doch fast auf uns zugekommen. What the hell? Oh, was ist das? Wie krass ist das animiert, Mann? Das sieht so aus, als ob wir selber auf dem Besen fliegen würden. Boah, oh, das haben sie schon ultra krass animiert, ne? Expecto Patrono! So geisteskrank. Yeah! Ich sag's euch ehrlich, jetzt schon 10-mal geiler als das Disneyland in Paris. Und vor allem, die waren nicht zu schnell, Leute, aber halt so nice mit diesem ganzen Bildschirm. Und ich hab so lachlich gehabt, weil Maxi einfach eine anerkannte Spinnphobie hat. Hier gibt's auch wieder viele Souvenirs, aber das checken wir am Ende dann ab, würde ich sagen. Da ist der Zauberstab von Lord Voldemort. Man kann sich hier sogar einen personalisieren lassen. Als nächstes probieren wir diese Achterbahn hier aus. Boah, Bro, jetzt sieht man's auch nochmal richtig nice. Boah, Leute, die Universal City ist so riesig, ne? Bauen wir nochmal ein perfektes Hogwarts. Oh, Digga! Oh, Maxi! Oh, Digga, Alter! Schon schnell, ne? Alter, du kannst es, Bruder! Wir haben Express-Tickets gekauft, die kosten übrigens $300 pro Person, ist wirklich sehr teuer. Aber kann man schon empfehlen. Also, und mit einem normalen Ticket wäre hier die Waiting-Zeit 55 Minuten, dafür wäre es voll wir haben, was haben wir so? Nicht mal 5 Minuten sind wir durch, eine Minute sind wir durch. Ja, wir sind 20 Sekunden durch. Aber wir sind auch in 10 Sekunden durchgefahren. Jetzt läuft man durch Springfield durch. Für die Simpsons-Fans ist das natürlich absoluter Traum. Maxi, siehst du dich beim Mittagessen später beim Krusty Burger? Hier gibt es halt echt viele Restaurants und Cafés von denen. Da kann man sich auch noch das Duff-Bier gönnen. Hey, alleine auf der Kamera, Leute, sieht das schon so geil aus und in echt ist noch viel heftiger. Wir gehen jetzt ins Krustyland. Mit einem normalen Ticket müsste man jetzt hier 75 Minuten warten. Mal gucken, wie schnell wir durchkommen. Wir mussten jetzt auch schon fast 20 Minuten warten, um dran zu kommen. Let's go. Das ist ja auch wieder mit so einem Bildschirm alles animiert. Oh, ey, aber wie geil die das gemacht haben. Man denkt halt wirklich, man fährt so schnell. Also im Vergleich zu Harry Potter fand ich das richtig lame. Man war halt die ganze nur vor diesem Bildschirm. Klar, war wieder sehr gut animiert, aber sonst ist halt gar nichts passiert. Bei Hogwarts ist man halt wirklich durch das ganze Schloss auch gefahren. Mit Homer und Bart kann man hier aber auch Bilder machen. Und jetzt machen wir mit das Geilste hier, und zwar die Studio-Tour, da wo auch die echten Filme gedreht werden. Die Tour geht fast eine Stunde lang und man fährt mit so einem Bus hier rum. Komm, Maxi! Hier sieht man erstmal die ganzen Filme, die hier gedreht wurden. Die Mumie, Alter. American Pie, Digga. Bro, lass mal auch so einen Kuchen schnappen. Die Häuser bestehen da teilweise einfach nur aus Pappe. Und wir fahren gerade durch diese ganzen nachgebauten Städte hier. Da seht ihr, es sind einfach solche Aufsteller. Und jetzt fahren wir in die Welt von King Kong. Jetzt müssen wir diese 3D-Brillen anziehen. Und blickt dann auf diese Screen zur Seite. Wow. Oh mein Gott, Digga, der Bus bewegt sich sogar voll. Boah, Freunde, durch die Brille sieht das so geil aus. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Feeling für euch mit aufnehmen. King Kong! Ey, man wird sogar voll nass hier. Das sehen wir auch nochmal, das Harry Potter Car. So cool, jetzt kommt Fast and Furious wieder. Und jetzt fahren wir in den Jurassic Park hinein. Ey, der spritzt uns nass, Maxi, der Dino. So wird dann Regen eingespielt in den Filmen. Einfach durch diese Sprenkelanlagen von oben. Die können sogar animieren, dass so eine Überflutung kommt. Oh mein Gott. Krank. Wow. Okay, das ist ja komplett crazy. Die ganze Straße ist überflutet. Jetzt fahren wir durch das alte Mexiko. Sieht aus wie so ein Cowboy-Dorf. Nicht animieren, Leute, sondern simulieren. Das war ja eine echte Flut. Ja, hier entstanden solche Western-Filme. Da ist ein weißer Hai, Maxi. Wie, was, wie, der kommt aus dem Wasser. Was laberst du? Hä? Wurde hier weißer Hai gedreht? Wo ist er? Ist er jetzt hier im Wasser? Nein. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh, da ist er auf Weg. Oh mein Gott, Leute. Ein Hai kommt auf uns zugeschwommen. Ah, da ist ein Taucher.
Der zerfrisst den gerade. Da wird sogar Blut simuliert. Jetzt kommt safe eine Explosion oder so. Wow! Alter, das ist heiß! Wow. Was? Das ist doch... Ey, oh mein Gott! Wow! Ey, ist so groß, wirklich ein weißer Hai, oder was? Oh mein Gott, das ist ja ein Monster! Also Leute, einen Besuch hier in Universal Studios kann ich wirklich allen nur empfehlen. Das ist das Auto von Transformers, Bumblebee. Oh mein Gott, die haben sich auch so eine kaputte Stadt nachgebaut und einen Flugzeugabsturz. Da ist die Turbine, das Auto, alles. Glaubst du, die machen hier aber auch echte Explosionen oder wird das komplett animiert? Das sieht so echt aus. Fast and Furious! Man ist da drin schon wieder so nass geworden. Er chillt auch so ein Simpsons-Charakter auf der Bank. Ich probiere jetzt mal hier diesen Donut aus. Ist ja bodenlos, der kostet 10 Dollar. Okay, jetzt verstehe ich den Preis. Der Donut ist größer als meine Existenz. Boah, aber riecht heftig. Junge, guck dir das mal an, Maxi. Was ist Alter, das? Junge, was ist das? Wie sieht das aus? Aber erstaunlich lecker. Echt? Ja. 9 von 10, probier mal. Was? Ja. Junge, wie das aussieht. Mhm. Probier mal. Der ist endlecker, wirklich. Zu zweit schafft man das easy. Gell? Boah, oben ist ein Endgut, gell? Ja. Der gönnt sich auch den Donut von uns. Die Location vom Park ist aber auch eine glatte 10, denn die befindet sich einfach hier zwischen den ganzen Bergen. Richtig schön. Wir haben auch noch einiges vor uns. Hier Jurassic World, das ist eine fette Wasserachterbahn. Dort hinten haben wir Super Mario World. Kommen die da rausgeschossen? Das machen wir jetzt auch. Haben wir wieder einen Hai? Nee, nee, nee. Jetzt fahren wir in diese Höhle hinunter. Wow, oh, wir werden schon wieder nass. Hey, da kommt einer aus dem Wasser sogar. Da ist er. Oh. Jetzt fahren wir hoch. Jetzt kommt der beste Part. Jetzt sind wir in so einer Höhle drinnen, aber ich glaube, das sind wieder Bildschirme, aber es sieht einfach voll echt aus. Das ist echt? Ah ja, stimmt. Schokolade, Digga! Wow! Oh, du, noch einer! Ja! Oh, ich glaube, voll unerwartet, gell? Hier kommen solche Kindheitserinnerungen einfach wieder hoch. Eigentlich muss man diesen Soundeffekt einspielen, Digga, wenn wir durch den Tunnel laufen, weißt du? Browser, Peach. Und jetzt gehen wir hier in die Welt. Ey, Digga, das sieht schon wieder so surreal aus. Ich kann mit den Charakteren auch Bilder machen. Hier ist auch noch so ein Parcours, da kann man so Jump-and-Run-mäßig durchlaufen. Das Schloss von Peach, wo man sie befreien musste, der Frechfratz ist auch am Start. Das ist immer dieser Stein, der eigentlich zerfüllt. Auch da außen, die ganzen verschiedenen Jahreszeiten sind hier abgebildet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da auch die Achterbahn ausprobieren. Der Souvenirladen ist hier auch so flashig wieder gestaltet. Jetzt hier im Browser, Kuscheltier. 2 Stunden Wartezeit ist hier und es gibt hier keine Expressline. Das schaffen wir leider nicht, weil wir direkt im Anschluss gleich ins Barserspiel gehen. Sogar die Münzen da oben drehen sich mit dem Pilz. Der grüne Panzer bewegt sich auch die ganze Zeit von rechts nach links. Das ist auch ein Pilz. Aber vom Setup finde ich das bisher am allerschönsten. Jetzt geht's zu den Transformers. Hier wäre die Wartezeit eigentlich auch 90 Minuten. Also Leute, ich sag's euch ehrlich, ohne Expressline schafft man hier fast gar nichts sonst. Boah, krass, wir müssen jetzt in so eine Kabine rein. Vamos, chiquitos. Wir wurden wieder mit 3D-Brillen ausgestattet. Wow. Alter, der kam ja gefährlich nahe gerade. Optimus Prime! Wir helfen dir! Also ich fand das besser als Simpsons, aber von Animationsdingern war immer noch Harry Potter das Allercoolste. Und jetzt gehen wir auf die Mumie. Als Kind hatte ich immer so Angst vor Imhotep. In dem Film hatte ich meinen nächsten Crush, und zwar Anaxonamun. Da gibt es ein paar Hieroglyphen. Das ist der High-Speed-Rollercoaster. Ich glaube, das ist die schnellste Achterbahn hier. Hier lasse ich aber lieber mal mein Handy weg.
nicht, dass es mir gleich auf der Hand fliegt. Also das fand ich bisher mit am coolsten, aber ich liebe auch schnelle Achterbahnen. Maxi hat so laut geschrien, man war so komplett im Dunkeln, hoch, runter und dann sogar rückwärts. Da Maxi, da sind wir! Ey, du hast ja gar nicht so geschrien in dem Moment. Ah, Augen zu, ach Mann. Zu guter Letzt gehen wir jetzt hier noch auf die Show von der Waterworld. Oh mein Gott, wie viel Publikum hier ist. Hier ist so ein kleines Stadion. Maschinengewehr mit Flammen. She's getting away. Whoa. No, no, no. Whoa. Wie geil sie diese Explosion hier auch einfügen. Alles klar. Das ganze Ding geht in die Luft. Das war jetzt echt nochmal ein richtig geiles Highlight, ne? 10 von 10, Freunde. Fazit Universal Studio, hier ist wirklich alles so ultra schön designt und so. Aber wenn ihr jetzt richtig krasse Fans seid von schnellen Achterbahnen mit Loopings und so, dann gibt es auf jeden Fall noch bessere Parks. Was hat der denn bitte für eine coole Folierung auf seinem Auto? Was? Jetzt fahren wir ins Stadion. Ich freue mich schon so sehr, wieder Barca zu sehen nach fast 2 Monaten Pause. Dafür gibt es kein besseres Lied als Viva la Vida. Da muss ich immer an unsere glorreichen Pep Guardiola-Zeiten denken. Der nächste Zuschauer schickt mir einen Screenshot von seinem Desktop-Hintergrund, als ob ihr das wirklich gemacht habt, Leute. Und nochmal frische News aus dem Camp von Mbappé. Er hat alle Verhandlungen mit Al-Hilal sofort gecancelt. Das heißt, er wird sowieso zu Real Madrid wechseln. Immerhin das. Ich hätte ihm das echt noch zugetraut. Das heißt, wir werden den Wechsel zu den Königlichen diesen Sommer sehen oder dann nächsten ablösefreien. Da ist auch ein Graffiti für Kobe. Legends never die. Wir sind angekommen. Hier ist es nicht so festivalmäßig wie beim letzten Spiel, dass die Leute hier so grillen und alles drum und dran. Aber trotzdem chillen schon hier ein paar Fans. Da haben wir auch einen Arsenal-Fan und einen Barca-Fan zusammen. Guys, what do you think? Who's gonna win? Arsenal, of course, 3-1. Who scores the goals? 2 goals from Saka, 1 goal from Martinelli. Yeah, okay, Saka is very good, yeah? Barca's winning 2-1. I'll give Arsenal a game. And Gundogan scores. New player. And Pedri, dynamic duo. Okay, right, I'm down, yeah? Good luck, yeah? Bye. Visca Barça. Yeah. Visca Catalunya. Vamos. Messi. 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 Meine Damen und Herren, im Hintergrund sehen Sie das teuerste Stadion auf diesem Planeten. 5 Milliarden US-Dollar an Baukosten. Ein Flugzeug fliegt gerade auch über uns drüber. Und ich habe so ein Stadion noch nie gesehen. Was ist denn das für ein Koloss? Das sieht so aus, als ob es irgendwie aus dem Weltraum hergeflogen ist. Ehrenfrau mit dem alten Ronaldinho-Trikot. Hier noch einer mit Thierry Henry. Ich glaube, auf meinem Kanal hatten wir noch nie etwas Vergleichbares. Wobei, mir fällt zum Beispiel das Porto-Stadion ein. Da konnte man auch von außen so hineingucken. Auf die zwei Jungs können wir uns aber heute auch freuen. Auf Ødegaard, Saka. Das Stadion ist das Zuhause von 2 NFL-Teams. Einmal von Los Angeles Rams und von Los Angeles Chargers. Messi, vamos! Jetzt müssen wir unter diese Spitze durchlaufen. Gibt mir aber auch so ein bisschen BMW-Museum-Vibes. Aus München, ja. Es riecht auch hier schon voll nach See. Ich glaube, auf der anderen Seite ist noch Wasser angelegt. Gerade kam so ein amerikanischer Zuschauer zu mir. Er so, Bro, I love your videos. I don't understand a single word, but keep it up, man. Die Seite schaut aber auch zu sick aus. Was sind das für fette Säulen? Das kommt gar nicht so richtig rüber auf dem Handy, Leute. Das ist einfach so krank. Einerseits ist das Stadion so von der Seite offen gebaut worden, aber es besitzt auch ein Dach, was komplett zugefahren werden kann. YouTube besitzt hier einfach ein Theater. Oha. Die Bayern haben heute knapp mit 1-2 gegen Man City verloren. Viele haben mich übrigens auch gefragt, ob ich wieder leckeres Essen, wann ich auf Messi-Spiele gehen werde. Wahrscheinlich im September werde ich wieder 2 Wochen nach USA fliegen, wo ich dann auf 3 Spiele von ihm am Stück gehen werde. Diesmal wollte ich mich ja erstmal auf die Barca-Spiele konzentrieren. Ey Maxi, man könnte hier einfach jetzt das ganze Stadion da hochrennen, gell? Das ist echt so. Weißt du, woran mich das erinnert? Hä? Wenn man bei Stadion, bei Warzone oben gelandet ist. Ach ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ich drehe am Rad. Wie schön ist das hier, bitte? 10 von 10. Jetzt verstehe ich auch, wieso das hier 5 Milliarden gekostet hat. Weil diese Anlage drumherum hat auch noch nicht existiert. Wie schön das Wasser hier auch so runterplatschert. Wahnsinn, wirklich. SoFi Stadium in Los Angeles. Check! So langsam häufen sich aber hier die Menschenmassen. Es passen hier übrigens 70.000 Stadion. Ich wusste es doch, da habe ich eine Frau schon mit Harvard-Trikot gespottet. Den sehen wir heute auch das allererste Mal im Gunners-Jersey, also live. Ich gucke jetzt mal, ob ich mir auch das neue Trikot sneaken kann. Beide Versionen sind verfügbar. Da ist auch das neue Auswärts-Trikot. Es gibt aber einen Haken. Die Schlange
von dem Stand geht das ganz da nach hinten. Ich kaufe mir das dann in Ruhe in Barcelona. It's a hot dog, right? You have it. Oh. Duft hat mich einfach überzeugt. Die Straßenessen hat mich auch schon beim letzten Video so angesprochen beim Stadion. Ohne Witz, no cap, besser als so Stadionessen bei so einem Kiosk. Was? Der hat es so gut gemacht, Digga. Die Wurst ist todeslecker. 1 bis 10. Wir wollen was hören. Für so Stadionverhältnisse? 8, locker. Was? Mit einem Getränk in der Hand stellen wir uns jetzt doch an. Vamos, wie ist geil was. Neues Home Jersey. Puh. Steht mir, oder? Vizca y Barça, Vizca Catalunya, vamos! Und Sid ist jetzt auch ein Kollege geworden. Yeah! Mir ist doch gerade eine Neuheit aufgefallen. Schon mal in dem Wappen ist hier so ein Viereck, Digga, so eine Raute. Das ist komplett neu, das haben die noch nie gemacht. Maxi und ich haben heute sogar VIP-Tickets. Wir müssen jetzt hier bei diesem American Airlines Entrance rein. Ich glaube, wir haben sogar hier Zugang zu dieser VIP-Lobby und man kann schon so ein bisschen ins Stadion hineinblicken. Okay, wir sparen es noch ein bisschen auf. Ist ja wie so ein Einkaufszentrum hier, ne? Unsere Tickets sind auch sehr nah am Rasen. Wir müssen erstmal mit den Leuten runterfahren. Hier ist auch ein sehr großes Buffet, aber ist nicht inklusive im Ticket. Muss man noch zusätzlich kaufen. Was haben wir hier noch? Ja, man merkt schon, Leute, allein der Boden, Digga, und so. Es ist alles so hochmodern. Und jetzt kommt der erste Blick gleich ins Stadion. Freunde, das erinnert mich so sehr an Las Vegas letztes Jahr. Das ist mit Abstand das krasseste Stadion, was ich jemals gesehen habe. Guckt euch das mal an. Bro, mit diesem riesigen Bildschirmring noch oben. Ey, das kommt nicht auf Kamera so rüber. Nein, niemals. Leute, lasst jetzt schon mal ein kostenloses Abo da, um die nächste Stadionbox nicht zu verpassen. Daumen nach oben, jetzt schon auf diesen Vlog. Maxi ist auch komplett überwältigt. Und ich würde sagen, im Stadion sind so knapp, ja, 85% alles Barca-Fans. Das ist unser Vlog. Ey, wir sind auch so nah am Rasen. Reihe 13. 16, 17, ja. Boah. Ey, Junge, ich komme nicht darauf klar, ne? Surreal einfach. Das habe ich schon so oft, glaube ich, in dem heutigen Vlog gesagt. Aber es ist einfach so. Das ist kein Fußballstadion mehr. Es ist ja auch ein Fußballstadion, aber trotzdem. Es ist einfach ein ganz anderes Level. Das Dach ist auch schon komplett zu. Ich glaube, die haben hier auch leicht die Klimaanlagen schon angemacht, weil es nicht mehr so schwül ist wie draußen. Bisschen angenehmer. Das ganze Stadion verfügt auch über solche ledergepolsterte Sitze und überall auch solche Getränkehalter. Mega praktisch, da wird nichts am Boden umgeworfen. Es kommt wirklich auf Kamera nicht rüber, wie riesig dieser Screen da oben ist. Und vor allem wie scharf, was für eine Auflösung der das alles anzeigt. Und Leute, ich finde auch, das Stadion sieht viel größer aus als 70.000 Plätze. Ich habe mich jetzt hier ganz nach unten gesneakt. Hier wird die Ersatzbank sein von Barca. Und schaut mal, Maxi, der Verkäufer, gönnt sich gerade so einen Hotdog, Digga. Der eine hat aber auch Real Madrid-Trikot und das ganze Stadion pfeift. Pfui! Da habe ich doch den Kai gespottet. Was geht, Bruder? Ja, USA spielt ja auch so eine geile Musik immer ab in den Stadien. Und jetzt kommt die Mannschaft aus Barcelona hinein! Araujo! Pedri! Da ist der neue Mann, Oriol Romeo! Gündogan mit dem blauen Aufwärmshirt! Wir erleben heute sein Debüt live aus LA! Gündogan! Hey! Gündo! Ikai! Und da haben wir Robert Lewandowski! Yeah. Die Hymne von Barca wird abgespielt! All Cup! Es un gran Sonnagen Blaugrana Süde. Als ob hier nur so wenige Text auswendig kennen, wollt ihr mich verarschen? Ay, sentam, ona, sentam, cor. Una bandera a germana. Barca! Barca! So! Stell euch mal vor, die würden in der Allianz Arena beim Aufwärmen Travis Scott abspielen. Das ist so undenkbar, aber hier machen sie es. Sie blenden es auch ein. Hier wird unter anderem auch die WM 2026 ausgetragen. Und was die Stadien angeht, können wir uns auf jeden Fall auf den nächsten World Cup freuen. Das ist unsere Startelf. Wir starten erstmal mit Abde, der ist von seiner Leihe zurück und Rafinha und Lewandowski vorne. Im Mittelfeld dann Ilkay, Pedri und Oriol Romeo. Das heißt Ansu Fati, Gavi, ein Balde, die werden alle erst in die zweite Halbzeit reinkommen. Und Arsenal startet eigentlich fast mit ihrer Top-Elf. Ödegaard, Havertz beginnen, Saka, Gabriel Jesus. Ach ja, stimmt.
Dembélé habe ich ja komplett vergessen, genauso wie auch ein Frankie de Jong. Ey, wir haben schon einen krassen Kader eigentlich wieder diese Saison. Schaut mal in Ilkays Gesicht. Der Mann kann so stolz auf sich sein. Lewandowski auch super gut gelaunt, Pedri auch mit einem breiten Grinsen. Ich finde auch das Design von den neuen Auswärtsjerseys wirklich sehr, sehr clean. Und die Pille rollt, also die Sicht wirklich auf das Spielfeld ist überragend. Ich muss mich korrigieren, es sind doch viele Arsenal-Fans hier im Stadion. Schau euch das mal an, wir haben hier einen richtigen Block. Hey! Hey, was soll denn das? Es ist so viel lauter als beim Real Milan-Spiel. Da ist Ilkay mit seinem ersten Ballkontakt. Hey! Schiri! Mit der Nummer 14. Das ist so geil, wie das ganze Publikum hier am Start ist. Martin Ødegaard. Jetzt schon keine Stimme mehr. Junge, Junge. Barca! 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 So eine geile Stimmung. Barca! Oh nein! Drei Minuten später der Ausgleich. Okay, das war wirklich sehr fahrlässig verteidigt von Barca. Unnötiger Gegentreffer. Saka macht das 1:1. Kai leitet weiter. Arsenal hat viel zu viel Platz da vorne. Jesus! Oh! Araujo mit dem Fuß dazwischen. Es ist so eine Intensität zu spüren. Ich finde es echt erstaunlich, wie Vollgas beide Mannschaften geben. Mann, die lassen Saka die ganze Zeit viel zu frei, Ødegaard. Elfmeter. Hat Elfmeter, glaube ich. Scheiße, Mann! Hat Elfer! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier ein VAR gibt. Saka mit der Riesenchance auf den Doppelpack jetzt. Marc, du hältst ihn! Ist deiner das Ding! Dalle Marc! Boah! Mir gefällt das nicht, wie viel Platz wir die ganze Zeit Saka lassen. Ah, komm vorbei. 2:2. Havertz, glaube ich. Hält den Fuß rein. Ah, du siehst, Kai, gönn ich dir. Aber ist auch völlig verdient. 2:2 in der 43. Minute. Es ist Halbzeit, meine Güte. Was für ein unterhaltsames Fußballspiel. Wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir nicht im Rückstand sind. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die frischen Spieler, die in Halbzeit 2 eingewechselt werden. Danza Kuduro! Ui, und schaut mal, wer für Real getroffen hat. Bellingham, herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls auch José Lu mit seinem ersten Treffer. In wenigen Sekunden geht's weiter. Barca hat einmal die komplette Elf ausgetauscht. Vamos, Usman! Und Balde, wie man ihn kennt, mit dem Antritt. Stark, Junge! Mann, Dick, ich hab's gerade eben in der Video mal gesehen, den hätte er durchaus reinschlenzen können.
wieder zu einfach. Ein Pass, Abschuss, keine Frage, überragend ins lange Eck, präzise, aber Barca muss, es ist Gott sei Dank nur ein Testspiel, an seiner Verteidigung arbeiten. 3-2 sind wir hinten. Für Arsenal. 78. Spielminute. Man merkt aber trotzdem einfach, dass die Gunners schon viel mehr in der Spielpraxis sind. Das ist, glaube ich, schon deren drittes Testspiel. Bei uns ist es erst das erste. Ja. Aber okay. Macht trotzdem extrem Spaß, hier dabei zu sein. Oha, da haben sogar Barca-Fans blaue und rote Rauchfackeln dabei. 10 Minuten haben wir noch circa Zeit mit Nachspielzeit. Come on. Sehr schön gespielt. Zum 5-3. Wer war das? Vieira. Ich kenne den Spieler nicht mehr. Sigis hat einen Strangschuss drauf. Direkt im Anschuss. Alter, 8 Tore, Freunde. 8 Tore haben wir erlebt. Das war's. Der Schiri pfeift direkt ab, ohne Nachspielzeit. Es geht zu Ende mit 5-3. Was soll ich sagen, Leute? Unvergessliche Tage in Los Angeles gehen zu Ende. Für uns geht es morgen weiter nach Texas zum El Clasico. Ein bisschen bin ich aber trotzdem enttäuscht von der Verteidigung von Barca, auch wenn es kein Pflichtspiel war. Dennoch Glückwunsch an Arsenal. Lasst einen Daumen nach oben da, bewerten, kommt hier nicht vergessen. Und Peace!